Die Abteilung Information und Kommunikation der Regierung, die Sektion Medien und Kommunikation der Wirtschaftskammer sowie das Landesmuseum luden am Dienstagabend zum ersten Sommernachtscocktail ein. Eine Mischung aus Wissen, Kommunikation und Unterhaltung. Der Anlass ist Sektion Medien und Kommunikation für die Liechtensteinische Wirtschaftskammer. Hat zusammen mit Information und Kommunikation für die Liechtensteinische Regierung Kommunikations- und Medienleute eingeladen, zum eigentlich Networken. Nicht nur, dass wir nochmals unsere schöne Ausstellung 1712 zeigen durften, sondern heute sind die Jungjournalisten, die im Lande sind und hier zusätzlich eine Ausbildung erfahren, bei uns und sehr viele Personen aus der Kommunikations- und Medienwelt von Liechtenstein. Und es ist sehr schön, hier ihnen die Ausstellung zeigen zu dürfen, die ja auch ein wichtiger Teil der Geschichte des Landes Liechtenstein sind. Wir suchen immer einen anderen Anlass. Das mal ist gerade die Ausstellung des Werden eines Landes. Sehr interessante Ausstellung und ein interessanter Punkt für Medienschaffende, um das Land auch kennen. Und das hat uns eigentlich dazu geführt, den Anlass da zu machen. Wir haben noch zusätzlich das sogenannten Fürstensaal gezeigt, der auch noch wichtig ist, weil man muss ja nicht nur sehen, dass vor 300 Jahren ein Kauf stattgefunden hat durch die Fürst von Liechtenstein, sondern wie ging es weiter, dass es zu einem Reichsfürstentum geworden ist im Verbund zunächst des Heiligen Römischen Reiches. Weiterhin dann im Jahre 1806 ein Teil als souveränes Land des Rheinbundes und ab 1815 dann auch ein souveräner Staat im Deutschen Bund und dann die weitere Geschichte mit den Unionen zu Österreich und dann zu der Schweiz, dass Liechtenstein es geschafft hat, seit 300 Jahren ein souveräner Staat zu sein und das bis heute glücklicherweise geblieben ist. Ich muss zugeben, ich war noch nie an dieser Ausstellung und der Direktor, der Herr Vollkommer, hat es perfekt gemacht, sehr spannend und suffisant und mir hat sehr gut gefallen und ich habe sehr viel Neues über mein Land eigentlich auch wieder erfahren. Die Ausstellung finde ich absolut empfehlenswert. Es ist wirklich ein Einblick in das Land, wie es entstanden ist und vor allem, was mir jetzt imponiert hat, zum sehen, in was für einem Umfeld damals das Land sich befunden hat und welche Ereignisse dazu überhaupt geführt haben, dass der Hof zustande gekommen ist und letztlich zum Fürstentum Liechtenstein geführt hat.